MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Was denkst du, wo wir sind? Du meinst wohl wann? Die Gebäude hier sehen aus wie im Mittelalter. Ja, aber es gibt Elektrizität. Aufzüge. Dieser Ort ist nicht real. Wie ein Wirrwarr aus Erinnerungen. Ja, mein Kopf ist auch nur noch Wirrwarr. Solange ich das Spiel hier spiele. Oh, und schon wieder kann er nicht laufen. Bedeutet, gleich passiert irgendwas. Oh Scheiße. Lass uns hier kurz verstecken. Hat es sich so angefühlt, Sebastian? Nach dem Unfall? Ich habe mir nie eine Knarre an den Kopf gehalten. Nein, natürlich nicht. Hast deine Sorgen in Alkohol ertränkt. Wir können nicht alle perfekt sein. Meine Arbeit hat nie drunter gelitten. Aber hey, du hast den internen Bericht gelesen. Ich habe dich nicht gemeldet, weil ich mir Sorgen um deine Arbeit gemacht habe, Sebastian. Warum denn sonst? Wir haben keine Zeit für sowas. Ich brauche meinen Partner. Ich zähle auf dich. Na, haben wir jetzt schon mal ein bisschen mehr erfahren hier. Anscheinend hatten die mal ein Problem gehabt. Was gefunden? Vielleicht. Lauter Symbole. Irgendein Kult. Könnte hilfreich sein. Mir geht's gut. Wir sollten besser weiter. Okay. Nee, auf jeden Fall war da mal was in der Vergangenheit, wo dann unser Partner uns dann gemeldet hatte. Bestimmt bei der Dienstaussicht. Und ja, ist doch schon ein bisschen interessant, würde ich mal sagen, dass da in der Vergangenheit was war. Aber jetzt auch nicht so relevant für die Gegenwart hier. Denn man muss einfach nur zusammenhalten jetzt. Wenn man nicht zusammenhält, dann schafft man das hier nicht so locker durch, würde ich mal sagen. Können wir jetzt schon wieder speichern? So viel haben wir ja doch gar nicht durchlebt, oder? Nö, das geht, ne? Deswegen wundert mich das jetzt ein bisschen. Naja. Nehmt man da mal gerne mal mit. Okay, ich verstehe. Wir werden... Oder wir sind an den Orten, die hier auf den Fotos sind. Zum Glück war da noch nichts... zum Glück war da noch nichts Schlimmes. Chile, okay. 5000. Jetzt hatten wir da auch noch eine Spritze, die wir nicht mitnehmen konnten. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich. Ich hätte mal vielleicht meine Dingsbums erhöhen sollen. Oder hier diesen kleinen Fitzel, den ich da hatte. Den hätte ich ja trotzdem erhöhen können. So, Waffen. Schrotflinte, Scharfschützengewehr. Schrotflinte. Ich weiß nicht, ob wir da was erhöhen müssen unbedingt. Scharfschützengewehr. Und Reichweite, Nachladegeschwindigkeit. Aber das können wir eigentlich mal hier mal alles erhöhen, ne? Das machen wir doch mal. Damit unsere Armbrust dann auch nochmal ein bisschen sich besser spielen lässt.
Wie sieht es aus mit denen hier? Nachladegeschwindigkeit, Magazinkapazität, kritisch. Machen wir hier mal die Kapazität. Gucken mal Reserve, da war ja halt nur die Granaten, aber ist jetzt was, was ich jetzt nicht unbedingt so brauche. Aber ich bin mir nicht so sicher, was wir denn hier zu nehmen sollen. Also die Schrotflinte oder die doppelläufige Flinte. Wenn wir die hier hin tun. Ja. Jetzt müssten wir schon die andere erstmal sozusagen aufbrauchen, will ich mal sagen. Die kann ich ja dann erstmal oben hin tun. Weil die Dingsbums, die brauchen wir ja nicht so häufig, Scharfschützengewehr. Bei den meisten Situationen kommen wir halt in den Nahkampf mit rein und da ist dann so eine Shotgun besser. Jetzt weiß ich nur nicht, wir hatten, oder ich hatte ja persönlich die doppelläufige Schrotflinte in diesem Vorbestellerpaket mitbekommen. Ob das dann automatisch bedeutet, dass sie viel besser ist als die normale Schrotflinte. Weil wir können nur die normale Schrotflinte hier upgraden. Was natürlich jetzt auch nicht so krass ist. Aber jetzt gucke ich mal hier wegen der Spritze. Jetzt nehme ich erstmal eine. Auch wenn das hier nur ein bisschen ist, ist es aber immerhin etwas. Und müssen wir nicht verschenken. Scheiße ist, wenn jetzt nur welche kommen und wir danach wieder zurückkommen könnten. Das wäre an sich nicht so gut. So, höre ich hier irgendwelche Viecher? Nein, ne? Warte mal, ich klettere hier hoch. Vielleicht kann ich dann was sehen. Alles klar? Ja. Hey, da ist Kidman. Wer ist da bei ihr? Guck mal, was ich hier habe. Scheint noch zu funktionieren. Geh vor, ich gebe dir Deckung. Bin ich mal gespannt, ob du mir hier auch Deckung geben kannst. Jetzt muss ich hier doch auf das Scharfschützengewehr nochmal wechseln. Oh, du Schwein, Alter. So macht man das, Alter. Wenn du schon mit Waffen spielst, dann mach es auch ordentlich. Dann mache ich das aber so, dass wir hier bei der Knarre, bei der Schrotflinte, dass ich die erstmal dahin tue, damit wir die dann erstmal aufbrauchen können, falls hier irgendwas ist. Die fackeln wir natürlich hier ab. Geht nicht. Gut. Oh, nicht, dass sie hier gleich alle aufstehen, ne? Ich meine, ich habe versucht, sie abzufackeln. Okay, hier geht das. Ah. Also hier irgendwo versteckte Mistviecher. Das ist ja gut zu wissen, dass ich jetzt erstmal hier so längs gehen muss. Schön immer Kreis drücken. Irgendwo kann man immer irgendwelche abfackeln. Zack. Geregelt. Ah, okay, das war jetzt unnötig. Das war jetzt hier unnötig.
Immerhin hatte ich schon zwei vorher ausgeschaltet. Das kann man dann wenigstens so sagen. Immer zwei Streichhölzer hier verbraucht und, was weiß ich, zwei, drei Munition hier gespart. Muss mal anfackeln. So, hier haben wir doch noch Munition bekommen. Ah, ich darf nicht nachladen. Ich darf nicht nachladen hier. Die ist ja für die doppelläufige Schrotflinte, die Munition. Ah, okay. Da muss ich dann durchsprinten schnell. Sebastian, dieser Pfad sollte direkt zur Kirche führen. Geh weiter, ich gebe dir Deckung. Sieht mir aus wie so ein kleines Labyrinth hier. So, der öffnet was? Oh, leck mich am Arsch, Alter. Was ist das denn hier für ein Viech? Komm, komm, komm. Komm. Nein! Steh auf. Ja, er ist tot. Boah, was ist das denn jetzt für einer? Hey! Hey, hey! Nein! Oh, lauf, 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 lauf! Lauf, Sebastian! Lauf! Du kannst es. Steh auf. Deine Energie ist reicht hier. Oh, leck mich am Arsch, Alter. Ja, super. Notiz vom Friedhof. Kann ich jetzt auch so gut gebrauchen. Baut ja irgendwas anderes, aber keine Notiz vom Friedhof. War es das jetzt hier, oder? Schön! Okay, komm, 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 schnell! Alter. Fuck. Sackgasse. Ich suche einen anderen Weg. Lass uns bei der Pferdestatue da treffen. Ja. Alter Schwede. Das war aber echt mies, muss ich sagen. Das war aber echt mies. Man geht davon aus, dass man, sag ich mal, diesen einen erledigt hat und dann war's das und dann kommt da der andere. Was soll ich jetzt? Spritze oder Medikit? Ich nehme mal lieber zwei von den Spritzen. Oder eine. Medikit würde ich wirklich nur gebrauchen, wenn ich jetzt überhaupt nichts mehr an Energie habe. Und auch keine an den Spritzen. Weil die Spritzen, die finden wir häufiger. Wie viel? 3500 nur. Ich bitte dich, ne? Den ersten, den hat man ja relativ einfach hier umgenietet bekommen. Beim zweiten sah das schon mal ziemlich schwieriger da aus. Das muss ich definitiv hier gestehen. So, doppelläufige Flinte.
So, die machen wir erstmal hier hin. Da haben wir die. Da müssen wir... Ah, da können wir ja gar nichts hier an der Kapazität und so erhöhen, ne? Ein bisschen mau finde ich das echt, das, was man hier bekommt für die beiden. Also, da hätte ich mir auf jeden Fall schon was anderes so vorgestellt, so 10.000 oder so. Na, toll. Eine Spritze, ein Dingsbums. Hier hätten wir natürlich auch schön längs laufen können. Ich weiß gar nicht, ob der uns hier da drunter bekommt hätte. Aber dann hier nochmal Munition für Scharfschützengewehr. Ich meine, das war auch wichtig. Es ist zwar richtig kacke zu schießen, wenn der jetzt nicht irgendwie ein paar Meter weg ist. Aber ich denke mal, oder ich dachte mir, diese Scharfschützengewehr ist von der... vom Schaden her mit das Heftigste, was ich hier natürlich hab. Weil da ist ein Schuss bei den normalen gleich weg. Und da hat ja auch bei den dicken Klops da sehr gut funktioniert. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Also, gehen wir da runter? Denke schon. Schon wieder hier? Da wärst du ja bekloppt bei. Achso, da können wir auch längs. Habe ich hier eigentlich einen Schlüssel? Nein. Aber wieso sind wir denn wieder hier? Verstehe ich nicht. Naja, speichern wir aber trotzdem mal. Auch wenn es jetzt nur knapp 10 Minuten waren. Aber wir haben diese zwei etwas heftigeren Gegner hier doch gut hier ausgeschaltet. Da können wir das lassen. Und natürlich hier 8.800. Ist die Frage. Ich glaube, ich warte noch mal bis zum nächsten Mal. Und dann erhöhe ich die Lebensanzeige.